Jetzt, ich sag's mal aus Sicht eines Veranstalters, ich habe immer verdammtes Glück, dass Leute etwas vorlesen möchten. Das passiert nicht von alleine, aber es passiert immer auf wundersame Weise. Und ich habe eine, aus meiner Sicht, junge Frau heute Abend, die gerne einen eigenen Text vorlesen möchte, was ich immer besonders spannend finde. Und der heißt nicht unzufällig auch On The Road. Ich begrüße Ali heute Abend mit einem Text, den keiner von uns kennt. Das ist so eine der vielen Überraschungen, die es geben kann. Auch sagen wir euch Dankeschön. Danke dir. Hallo. Hallo. Ich bin Ali. Hallo Ali. Du musst nicht ganz im Mikro. Ja, ich kann es auch ein bisschen näher ran. Ja, komm, wenn du willst. War schon anfängst. Damit du gemütlich angesehen so. Ja. Ne? Wenn du eine Rückenmassage brauchst. Okay. Ja. Das muss nicht ganz nah, aber so 10, 20 Zentimeter. Ich fühle mich gerade wie eine Jungfrau. Eine Jungfrau vor dem ersten Mal. Wisst ihr noch, wie das war? Man wollte es, aber wusste nicht, wie es geht. Und jetzt sitze ich hier bei euch. Es ist alles so neu und unwissend. Und ich mache es zum ersten Mal. Ich will es mit euch tun, denn ich habe mich das letzte Mal so wohl hier bei euch gefühlt. Lasst ihr mich fallen? Lasst mich fallen. Ich lasse mich fallen. Zieh mich jetzt vor euch aus und erzähl zum ersten Mal eine eigene Geschichte. Die Geschichte geht um das Thema, sich das Leben nehmen. Eine andere Art von Droge. Die Protagonistin ist eine Frau, die aus ihrem Koffer lebte, in vielen Städten in diesem Land. Immer on the run, immer on the road. Im Auto, im Zug, in der S-Bahn, im Flieger. Warum sie das macht? Weiß man nicht. Diese Frau entscheidet jeden Tag, ob irgendjemand von den Männern, meistens sind es ja Männer, von denen meistens mindestens 99 profilneurotisch oder arg-testosteron gesteuert sind, den richtigen Managerjob kriegt. Sie muss diesen jungen Kerlen sagen, was sie nicht können und dabei immer lächeln. Sie muss immer wieder Karrieren versauen und nie schlafen. Sie ist immer 24/7. Die Geschichte heißt On the Road. Eine Woche wie jede andere. Montag, 5 Uhr. Mist, scheiße, verpennt. Sprung ins vorbestellte Taxi. Nie morgens bestellen, Regel Nummer 1. Da kriegt man keins, besonders nicht in Hamburg bei Regen. Zum Flughafen, wohin sie fliegt? Handy, Berlin. Am Berliner Flughafen angekommen, ist sie relativ fix am Taxistand. Also wenn es nach einem Triathlon geben würde, für die Strecke vom Aufstehen im Flieger bis zum Hinsetzen im Taxi, sie wäre definitiv in der ersten Liga. So, schnell zum Hotel, einchecken, den Koffer an der Rezeption abgeben, aufs Zimmer, dafür ist keine Zeit. Was? Ach ja, die Ohrstöpsel vom Handy entfernen, wieder in Kontakt treten mit der Gesellschaft, mit anderen Menschen, die Ohrstöpsel, Regel Nummer 2, nie die Ohrstöpsel vergessen. Das letzte bisschen Privatsphäre. Ja, danke, ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ob ich schon mal hier war? Hä? Immer dieselbe Scheiße bei diesem Hotel. Ich war schon gefühlte 100 Millionen Mal hier. Dann noch schnell zur Toilette, Rouge auflegen, Lipgloss nachziehen und nach 4 Stunden Schlaf und 3 Stunden Reisezeit frisch den Kandidaten entgegenzutreten, die dich entweder hassen, Angst vor dir haben, die dir in den Arsch kriechen oder einfach nur sie selbst sind. Dann verspricht der Tag, vielversprechend zu werden. Also, Face im Spiegel gecheckt, Klamotte sitzt, ja, ach nee, doch nicht, scheiße, die Naht am Hosensaum ist gerissen, ach, das war ja schon vor der Reinigung so, vergessen. Also, dieses blöde Nest hat irgendwie gesucht, Koffer durchwühlt, Handtasche, ah, da ist noch eine scheiß Sicherheitsnadel, geschafft. Nur, dass ich jetzt beim Gehen ein wenig klimpere, aber das hört hoffentlich keiner. Ab zum Konferenzbereich, klimper, klimper, alle Unterlagen da, aufbauen. Na, wie glaubt ihr, wie spät es jetzt ist? 8.30 Uhr, richtig. 8.40 Uhr, alles ist vorbereitet, Tische verschoben, der Beamer ist angeschlossen, Namensschilder verteilt, Präse gecheckt, Untertagen verteilt und um 9 Uhr sind alle da. Zu festes männliches Händedrücken, schief sitzende Krawatten, zum Glück keine Motivkrawatten. Heute auch mal ohrhaarfreie Zone, na dann. Frisch gereinigte Anzüge, blinkende und surrende iPhones, ein Gemisch aus Davidoff, Cool Water, Dior und Vitamin-Shampoo schwebt durch den Raum. Alle haben noch ganz wichtige Dinge zu tun, genau, montags morgens, 9 Uhr,
Genau. Wenn man jetzt bis 10 bis 15 Jahre jüngere blonde Frau den Fehler begeht und Aufmerksamkeit erzwingt, verloren. Regel Nummer 3. Da sitzen sie nun alle, wir können starten und wir sind alle highly committed und sowas von present. Kaffeepause, weiter bis zum Lunch, Mittagspause, nichts Bedeutendes, nur 2 Kundentelefonate geführt, Mails gecheckt, ach ja, und Essen nicht vergessen. Hatte ja heute noch nichts, ein Salat, so viel Zeit muss sein. Nachmittag läuft. 18 Uhr, finito. Denkst du, jetzt wird zusammengepackt und um 19:30 geht der nächste Flieger. Ach nee, das ist ja erst morgen. Dienstag, 6 Uhr, geduscht, Koffer gepackt und bin schon mal an der Rezeption ausgecheckt, dann alles schon mal in das Auto des Kollegen gepackt, der fährt direkt weiter nach München zum nächsten Termin mit anderen Kollegen. Ich fliege heute Abend wieder zurück nach Hamburg. Abends, nach 30 Stunden in Berlin, wieder ins Taxi, Mailbox abhören, Mails, Kreditkarte, Quittung, schon wieder zurück am Flughafen. 23 Uhr, daheim. Koffer, umpacken. 15 Minuten. Anruf bei einer Freundin, ja, aber gut, war heute in Berlin, klar, im Flieger, klasse Start, echt. Schlafen. Mittwoch. Wieder Flieger, morgen schön früh, ne? Heute den ganzen Tag in London für irgendeinen internationalen Manager-Scheiß bei einer Bank mit einem englischen Kollegen. Zum Glück habe ich nur Handgepäck dabei. Der Tag vergeht wie im Flug, 18 Uhr, alles supi gelaufen. Bin auf die letzte Maschine nach Hamburg um 20 Uhr gebucht. Also alles rein in den Rollkoffer, danke, ja, 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 danke, ja, hat mir auch, danke. Very much appreciated, yes indeed, thanks, take care. Ping, Aufzug kommt, ping, Aufzug geht zu, ping, Aufzug geht auf. Raus aus dem Gebäude, rechts rum 150 Meter, dann ab in die Katakomben der U-Bahn, links, rechts, fummeln in der unendlichen Tiefe der Laptoptasche. Wo ist die geliehene Oystercard vom englischen Kollegen? Mist, vergessen. Automat, falsches Ticket gekauft, muss aber nun schnippschnapp durch den Kontrollautomat. Rollkoffer anheben, weiter, vorbei an Gitarrenspielern, Trompetern und sogar ein Saxophonist, heute stickig. Weiter, weiter, Luftzug, nee. Auch nicht frisch, voll, einfach zu voll. Kein anderer hat einen Koffer, komisch. Weiter, rechts, links. Subway kommt, Türen auf, mind your step. Türen zu, keiner hat verdammt nochmal einen Koffer, warum eigentlich nicht? Nächste Station, nächste Station, nächste Station. Heiß, es ist so unsagbar heiß. Anzeigentafel, stopp. Wir fahren nicht, wir fahren nicht, wir fahren nicht. Wir fahren wieder, wir fahren so langsam, wir fahren so langsam, da ist mein Rollkoffer schneller, alleine. Endlich, Heathrow kommt in Vorstellungsnähe, Uhrzeit 19.30 Uhr. Das wird so mega knapp. Dann Tür auf und ich renne, was die High Heels hergeben, wie Florence Griffith Joyner in Blond mit so halb so langen Fingernägeln. Aufzug, Check-in, Boarding. Boarding ist schon abgeschlossen. Wie jetzt? Es ist doch erst 19.51 Uhr. Was? Abgeschlossen? So ein Mann mit orangefarbener Weste kommt zum Check-in. Ja, Maschine ist zu. In dem Moment brechen alle Dämme. Ich muss noch morgen früh von Hamburg nach Frankfurt, dort im Frankfurter Büro noch gemeinsam mit meinem Chef alle Rechnungen nach London an diesem letztmöglichen Tag des Monats raushauen, dann auf die Autobahn Richtung Süden nach München fahren. Wie soll denn das jetzt alles gehen? Und damit nicht genug, wo soll ich denn jetzt pennen? Wann geht die nächste Maschine? Ich habe mir gerade 2 Stunden durch die heiße Tube in London geschlagen, habe nichts gegessen, nichts getrunken, habe Kratzer und Dellen wie meinen Rollkoffer. Und wofür? Wofür? Ich mag nicht mehr. Die letzten Wochen, nein, ehrlich gesagt Monate und ganz ehrlich Jahre waren fucking anstrengend, aber ich bin immer wieder gerannt. Jetzt wurde ich bei voller Fahrt auf der Überholspur ausgebremst. Wham! Das würde jetzt auf so einem Pop-Up-Bild von Andy Warhol stehen. Wham! In so einer Comicblase. Daneben diese blonde Tussi mit einer Träne unter den Augen und ihren roten Fingernägeln. Ich fange einfach an zu flennen. Ich flenne vor allen los. Vor dem Schalterpersonal, vor den anderen Fluggästen in der Schlange hinter mir. Ich flenne, nee, ich weine und ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich gehe nach draußen, frische Luft, endlich frische Luft. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Chef informieren, Chef sagt nur, no worries. Okay, Flug umbuchen nach Frankfurt, Hotel finden, Taxi zum Flughafen, Dinner aufs Zimmer bestellen, 22 Uhr. Und dann, ja, 4 Stunden Zeit zum Schlafen, bis zur ersten Maschine am nächsten Morgen. Alles für 230 Pfund. Das macht pro Minute Schlaf 9 Pfund. Donnerstag. Mhm. Aufwachen, Boarding, Flug über die Nordsee, schwupps gelandet in Frankfurt. Okay, morgens um 10 bin ich wieder im Büro. Noch ein paar Meetings, wenn man schon mal da ist. Dann kann es ja um 14 Uhr losgehen nach München. Der Chef fährt, alle freien Autobahnen nehmen, die man kriegen kann. Chef fährt sogar fotofrei durch Würzburg, was echt schwierig ist. Kompliment, wir kommen dann mit Stau, Baustelle und allen so gegen 20 Uhr in München an. Einchecken im Hotel. Was beim Lieferservice bestellen, Laptops aufklappen und zum großen monatlichen Rechnungsshowdown.
Headquarter in London wartet schon. Wir haben in der Nacht so viele Rechnungen geschrieben, alles, was bis 1 Uhr nachts spricht, vor London Midnight Time da war. Yes, alles geschafft. Schlafen, bei so viel Adrenalin, 4 Stunden müssten drin sein. Welcher Tag ist heute? Wo bin ich? Tag, Tag. Es ist Freitag und ich bin in München. Einen ganzen Tag mit irgendwelchen Managern aus Südafrika in einem Raum ohne Fenster. Herrlich. Abends zurück auf der Autobahn nach Hamburg, quer durch die Republik. Energy Drinks und Sechserpack dabei. Ja, denn manchmal half nichts mehr gegen die Müdigkeit, auch kein Koffein. Fenster auf, Fenster zu, weil zu laut. Fenster bloß wieder auf, Musik laut, Musik lauter, Musik zu laut. Sitz verstellt, telefonieren würde helfen, aber wer ist dann nach 23 Uhr noch erreichbar? Ranfahren, Regel Nummer 5. Plätzchen finden, Türen verriegeln, Handy im Flugzeugmodus, Wecker auf 15 Minuten einstellen und kurz einfach nur pennen. 2 Uhr nachts, Freitagabend, endlich, Hamburg. Ich freue mich aufs Wochenende. Sind ja nur noch so 6 bis 8 Stunden, Gutachten zu schreiben von der Woche davor. Eine Woche wie jede andere. In 7 Jahren macht das 364 Wochen. Voll auf Droge. Die Geschichte geht sicherlich noch weiter. Das ist nur eine Geschichte einer Woche. Doch ich wollte euch heute Abend hier nur von einer Woche erzählen. Doch bevor ich mich von euch verabschiede, noch kurz, gebt mir einen kleinen Moment. Denn das war gerade meine Entjungferung. War klar. Es fühlt sich gerade an, wie diese Zigarette danach. Blut strömt durch mich und fließt wie ein warmer, sanfter Strom, erinnert mich daran, dass ich lebe. Denn in all den Jahren hatte ich vergessen zu leben. Ich hatte vergessen, das Leben. Ich hatte verlernt, zu leben. Ich hatte es mir wegnehmen lassen, das Leben. Und ich habe es mir selbst genommen, das Leben. Danke. Oh, wow. Thank you.